klar. Wie geht das denn? Es ist 9 Grad, es regnet und es hat Schnee. Hallo zusammen. Guten Morgen. Hey, das ist ja ganz dunkel. Mach ja, Jimmy, hast du bessere Seite? So. Ja, jetzt ist es besser. Hallo miteinander. Es ist der Freitag, der 21. Dezember. Steh, alles Gute zum Geburtstag übrigens noch. Alles Gute. Oh, es ist ein solches SCH-Wetter. Ganz schlimm. Es ist kalt und nass. Nass. Und eigentlich warm für Weihnachten. Ja. Aber die heutige Tagesaufgabe ist, Weinwichtel-Pakete aufmachen. Sie sind endlich angekommen. Boah, und auf die sind wir sehr gespannt, was da drin ist. Und wie sehen die Wetteraussichten aus für Weihnachten? Tada, Wetteraussichten, Katastrophe. Das Ui. Ist heute. Alles nass. Ganz Europa ganz nass. Nass. Und es ist unglaublich, am Weihnachten, am 24. und 25. wir haben 8 Grad. Unglaublich, ja. Sage und schreibe 8 Grad und es schifft den ganzen Tag. Also wir haben ja seit Jahren nicht mehr weiße Weihnachten gehabt. Das gab es damals, als wir Kinder waren, konnte ich mich das letzte Mal erinnern. Und es wird, glaube ich, nicht besser. Es ist furchtbar, das Wetter. Also, ja. Es ist immer so, vor Weihnachten, so Ende November, Anfang Dezember, habe ich immer Schnee. Hatten wir auch Schnee? Wir haben Schnee, wir haben immer noch Schnee. Und im Januar wird es wieder kalt, im Februar. Ja. Dort habe ich auch Schnee. Aber Weihnachten ist immer so ein Hoch. Prinzipiell einfach immer nicht warm. Ein Kackwetter. Ja, und genau. Darum machen wir heute was Tolles und machen die Weinwichtel-Pakete auf. Das ist so. Und ich bin schon gespannt, wie ein kleines Kind, was hier drin ist. Ja, nehmen wir es in Angriff. Ja, das geht. Also Keller. Sieht spannend aus. Und was hast du bekommen? Das kann ich noch nicht sagen. Das ist doch gut eingepackt jetzt. Ein Weißwein. Möd. Ländlegrü. Das ist ein Weißwein. Und zwar Vorarlberg. Ja. Aus dem Vorarlberg Österreich. Neuamerika cool. Trocken. Danke. Bin ich gespannt, vielen Dank. Danke vielmals. Sarah, für den Wein, den werden wir genießen. Ist gut angekommen. War ja super gut verpackt. Wir haben ja dreimal Wichtel mitgemacht bei meinem Wichtel. Und wer noch nicht mitgemacht hat und unbedingt mal mitmachen will, hier oben ist der Link. Mach mal mit, denn ihr verschickt Wein, ihr bekommt Wein. Ja, und ist wirklich toll. Das ist so eine Vielfalt, also so viele verschiedene Weine. Ja, wir haben dreimal mitgemacht und 3 Flaschen bekommen. Letztes Jahr hatten wir eine zu wenig. Ja, genau. Letztes Jahr hat jemand beschissen, das geht gar nicht. So, und hier haben wir... Hier sind 3 Flaschen drin. Wow. Vom Weinwichtel. Vom Rötiberg. Die waren ja. Ja, die waren gerade vor ein paar Tagen bei uns zu einer Degustation. Und die hatten uns effektiv gezogen als Weinwichtel. Und dann haben sie gedacht, ja, wenn wir schon hierher kommen, bringen wir es euch persönlich. Und vielen Dank, war toll. War super. Super Degustation. Hier haben wir ein Reserve Pinot 2015. Genial. Müller-Thurgau. Das ist Lavan. Und Undercover 2014, das ist auch cool, den kenne ich schon und ich kenne das gut. Es ist schon genial, wenn man 3 Flaschen bekommt für eine, also das nächste Mal müssen wir auch ein bisschen mehr verschicken. Das ist so, werden wir machen. Vielen Dank an die Weinwichtel. Danke vielmals. Und wir werden sie sehr, sehr gerne natürlich probieren. Ich denke um die Feiertage, das ist ja immer praktisch, denn um die Feiertage wird ja
Das ist ja, glaube ich, überall der Fall, überall viel getrunken und gegessen. Das soll ja auch so sein, um Gottes Willen. Und da haben wir wirklich genügend Material auf Verpflegung. Es ist schon genial, nicht immer eigenen Wein zu trinken, sondern auch mal was anderes. Ein bisschen einen Tunnelblick. Ja, das ja es gibt so viele gute Weine, das ist unglaublich. Apropos anderer Wein, wir müssen euch noch was zeigen. Tada! Das ist unser privater Weinkeller. Ja, und da hat es keinen Wein von uns drin. Wir geben uns extrem Mühe, nur fremden Wein hier einzulagern. Sofern wir haben, aber jetzt ist eine super Zeit, also das Gestell ist wieder voll. Wir haben getauscht, was das Zeug hält. Also hier habe ich mit einem Winzer, Leutmetzer, auch vom Österreich getauscht. Direkt 6 Flaschen, das ist was Geniales, ich freue mich auf diesen Wein. Also Weihnachten, wir sind schon gespannt. Weihnachten ist gebombt. Ja, Weihnachten kann kommen. So, wow, schöne Flaschen. Ja, also heute Morgen war ich ja schon im Rebberg. Ich war draußen, es hat noch nicht geregnet. Und jetzt sind wir so in der Vorbereitung von der Weihnachtszeit. Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Ja, und man entspannt sich langsam. Bist du auch schon in Festlaune, Priska? Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, wenn Weihnachten ist, ganz ehrlich gesagt. Ja, das hier ist der Beweis. Schaut her. Wir haben Schnee. Juti, hui! Ja, was ist bei euch? Hey! Hallo? Hey! Ah! Fetti! Oh. Was ist bei euch so das typische Weihnachtsessen? Was macht ihr so? Bei uns gibt es zum Beispiel Fondue Bourguignon. Das ist natürlich etwas ganz klar. Das kommt bei uns jedes Jahr auf den Tisch. Das muss so sein. Alles andere würden wir gar nicht mehr akzeptieren. Gell? Das muss so sein. Gutes Fleisch, dickes Fleisch, genau, kräftige genau. Soße und einen guten Wein dazu. Das ist so. Tradition. Tradition ist gut. Und schreibt doch hinein, was ihr so macht, was ihr so kocht an den Festtagen. Würde uns Wunder nehmen. Boah, das Schmuddelwetter ist ja scheußlich. Ja, wir haben ein super tolles Jahr gehabt. Wir haben super Wein verkauft, viele Leute kennengelernt und es ist wirklich ein Hammerjahr, das uns. Es war einfach ein geniales Jahr. Und im Hintergrund seht ihr, die Gestelle sind auch fast leer. Wenn ihr noch eine Weinflasche haben möchtet, ruft uns an, kommt vorbei, es würde uns freuen. Ja, Weihnachten ist bald vor der Tür. Wir haben noch ein paar Flaschen klar. Und genau. Einfach anrufen oder schreiben. Ja, wir haben noch Besuch bekommen. Wir hatten die Weihnachtsdegustation. Der Reto Schleppi ist vorbeigekommen, auch ein YouTuber, und er hat das richtig, richtig gut gemacht. Er hat einen Film gemacht, wie wir hier im Weinkeller ein bisschen Wein probieren und so. Müsst ihr unbedingt reinschauen, Reto Schleppi. Macht ich tolle Videos. Ich verlinke mal hier oben den Ding. Genau, geht mal schauen, sind sehr interessante Vlogs. So wie gut schwarz sind wir jetzt, müsst ihr mal schauen. Mach weiter so, ja! Und ja, was haben wir noch? Wir möchten mit euch noch ein bisschen was anschauen oder etwas besprechen. Oder, was hast du mit jemandem besprechen? Ja, es ist ein neues Jahr und. Noch nicht? Es ist bald ein neues bald Jahr. Bald ein neues Jahr. Es wird ein bisschen Veränderung geben mit dem Vlog. Wegen den Vlogs. Also, wir werden weiteren Vlogs machen, nicht das ist die Veränderung, sondern die Art und Weise. Wir wissen selber noch nicht so genau, was wie wo. Wir sind noch ein bisschen am Probieren. Genau. Ihr merkt, oder, mit der Länge, mit der Dinge. Mit der Länge. Ah, der war schon extrem lang. Ja. Und wackelig, hast du gesagt. Wackelig, ja. Ja, jedenfalls, wir sind am Schauen. Es kommt was Neues im neuen Jahr. Mhm. Und ja, also nicht ganz was Neues, sondern ein bisschen umgebaut. Genau. Genau. Und ihr könnt ja vorzu in die Kommentare schreiben, was euch passt, was nicht, was gut ist. Ja, was gut ist, was schlecht ist, schreib es rein, dann wissen wir, was wir sehen wollen und dann passen wir uns natürlich an den Mann. He? Ja, das denke ich schon. Ja, und wir wünschen euch ja, wunderschöne Feiertage. Habt ihr noch einen Vlog vor Weihnachten? Machen wir noch einen. Was haben wir vor? Ein kurzer vielleicht. Eventuell könnten wir ein Live.
Livestream. Livestream? Ja. Ja gut, solange die Kamera geht für Livestream. Wir geben uns Mühe, wie beim letzten Mal. Katastrophe. Meine Güte, ja. Aber ich denke, ihr hört noch was von uns. Ja, doch. Falls nicht, schöne Weihnachten. Nein, ihr hört, ihr hört was von uns. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Genau. Warum das so? Das ist ein Flugzeug. Fliegt ein bisschen tief. Wir machen uns noch Angst mit dem tiefen Flugzeug. So. Hier. Ja, bei uns eben, das Wetter ist ja nicht schön und es stürmt auch ziemlich fest. Auch in der Nacht hat es gestürmt. Also, ja, das Wetter ist ein komisches Wetter, ist ein grusiges Wetter. Genau. Ja. So, also haben wir alles gesagt? Ja, ich denke alles schon. Alles gesagt, alles erzählt. Ja. Wieder mal Daumen nach oben, ja, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal. Genau, weitererzählen. Und ja, genießt die Vorweihnachtszeit. Das ist ein Grund zum Feiern. Wir gehen nachher noch einkaufen für Weihnachten. Aber gesagt, dick es kostet Porn. Einkaufen. Oh, das ist immer gut. Ja, also, wir wünschen euch einen schönen Abend. Macht es gut. Danke vielmals. Tschüss. Und tschüss. Mann, ist das Wetter eine Katastrophe. Jedenfalls, hier ist das Video vom Reto Schleppi. Schaut mal den Film an, geht zu seinem Kanal. Und hier kommt noch ein anderer Film von uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die Adventszeit. Tschüss.